Die steht da jetzt noch? Okay. Kaffee von Gecko. Mit dem Kaffee von Gecko. Oh, jetzt ist er weg. Ach nee, ist der Kaffee von Caro noch, den sie gemacht hat vorhin. Hey, der Kralo ist. Und er grillt Würstchen am Lagerfeuer. Mach's gut, Yoshi. Früh um 6 erstmal Würstchen grillen. Geil. Und da ist schon vorbei. Naja, du hast Hunger, deswegen mach doch was. Und Nacht, Loser. Klar, Diddy, alles klar, kommt alles auf YouTube. Das ist echt ein typischer Kreilo-Move. Ach, Kreino, du bist gerade aufgestanden um 6 und dachtest dir, ich habe Hunger, was mache ich? Geh raus und grill Würstchen. Übrigens, Kreido, ich habe festgestellt, dass Caro und du jetzt kein Paar seid im Spiel. Jetzt gibt's die, ist die Frage, sollen wir das cheaten? Sollen wir euch aneinander ranführen oder sollen wir schauen, was passiert? Eigentlich nicht, Kreido. Eigentlich habe ich nichts anderes von dir erwartet. Weil aktuell ist es jetzt so, dass Caro hier schläft. Da ist dein Bett und Caro schläft hier. Und das hat Caro für sich eingestellt. Ist das akkurat, Kreido? Ach, hi Caro. Hast du sehr schön eingestellt. Lass laufen, okay. Weil jetzt aktuell schläfst du hier. Und da schläft Kreilo. Oh, Kreilo, musst du dich einschleimen? Hast du heute was verbockt irgendwie? Wo ist er denn? Hier. Ach ja, der chattet schon wieder irgendwas. Alles klar. Chat. So, was wird hier? Kaffee getrunken? Oder irgendeinen Horrorfilm geschaut? Caro hatte auch... Ich sehe da ein Tattoo. Was haben wir denn da? Irgendwas... Ich weiß nicht genau. Jetzt stellt sich Foley voll ins Bild. Boah, wie assi! Kreide muss in einer Stunde bei Foley muss auch bei der Arbeit sein. Wie assi ist denn das jetzt hier? Was ist das denn? Tschüss, Sarah. Muss Sarah zur Arbeit? Nee, die machen sich alle draußen Würstchen. Oh, wie verführerisch die hier gerade aneinander vorbeigelaufen sind.
Was macht eigentlich Mu? Die sind hier drüben. Wer weiß genau, was die gerade machen? Ich weiß es nicht. Sarah, bitte tu dir nicht weh, wenn du jetzt was kochen willst. Oder holst du dir was aus dem Kühlschrank? Oh Gott, Sarah will sich wieder was kochen. Oh Gott, oh nein. Oh, bitte tu dir nicht weh. Oh, Sarah hat Level 2 erreicht. Bitte tu dir nicht weh, Sarah. Okay, ob da kannst du die nicht. Ach, Sarah. Oh, und dann. Der Salat riecht bestimmt ganz toll, ja, glaube ich dir fast. Hast du auch genau nur für dich gemacht. Du bist ja echt sozial drauf, Sarah. Sarah muss in einer Stunde da sein. Das passt schon. Ach, Caro riecht auch an dem lecker Salat. Toll. Was hatte Caro? Oh, Mist. Ja, lass da stehen, Caro. Passt schon. Tschüss, Kreido. Ja, Caro, haben wir denn einen Berufswunsch? Oder? Kreido ist zur Arbeit. Ach, schon wieder dieser Werwolf-Film, ey. Der kommt so oft. Ja, hallo! Erstmal zuwinken. Bleibst du jetzt bei Sarah im Bild stehen? Weil sie es vorhin auch gemacht hat, ne? Deswegen. Zahlst du es jetzt noch heim. Ja, tschüss, Kreido. Ruft. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Geht aus der Tür und schreit tschüss! Ach, Gecko! Gecko muss auch zur Arbeit. Oh, euch geht's aber alle nicht so gut. Muss Sarah? Große glückliche Familie. 1000 Sachen für Kindersachen ausgeben. $1000. Das ist ihr Wunsch? Okay, ich glaube, hier wird's bald Kinderhageln. Lass dich dir freie Wahl. Am besten wäre es natürlich, wenn immer einer da ist. Ja, Architektur ist aber so problematisch bei Sims 4. Bei Sims 3 gab es noch Innenarchitektin, bei Sims 4 nicht mehr. Hallo, Malediktum. Was hätten wir denn? Warte mal, was hast denn du? Seelenverwandte. Zwei Verabredungen gehen. Hab eine Freundin oder einen Freund. Na, das kriegen wir hier schon hin. Der rennt ja hier schon rum, der weiß es nur nicht. Du kennst aber schon viele Leute, Caro. Guck mal, tollpatschig, kreativ, fröhlich. Da kriegen wir doch irgendwas hin, oder? Da kriegen wir irgendwas hin. Wir nehmen mal gerade das PC in Beschlag und... surfen wir im Internet. Vielleicht finden wir ja irgendeine Inspiration. So, was gibt's denn da Schönes? Das ist hier, das ist eine Innenarchitektenseite, das sehe ich so. Solange sie den Browserverlauf nicht aufmacht? Ja. Eine wütende Kundin ruft Kreido an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises für ihr neues Smartphone. Er kann die Kundin auszahlen und sein Spiel weiterzocken oder sie beruhigen und das Problem mit ihr erörtern. Das hat man schon mal, Kreido. Wie entscheidest du dich diesmal? Mach's gut, Batman. Ja, also Friedrich, hier geht's auf jeden Fall, also das ist so ein Projekt, da will ich von den Subs quasi Danke sagen. Da du da bist, könntest du quasi auch einen Sub erstellen, den in die Bibliothek hochladen, das ist in die Community-Bibliothek. Dann kann ich mir den runterladen, dann können wir dich auch einziehen lassen, das ist kein Problem. Mach mal das andere. Was hatten wir das letzte Mal? Das letzte Mal wollten wir so beruhigen, ne? Dann machen wir diesmal einfach rückerstatten. Was für ein toller Service. Die Kundin ist erfreut, dass die Firma von Kreido so zuvorkommt ist und verspricht glücklich, überall Werbung zu machen. Sehr gut, Kreido.
Na, Caro, sind wir schon fündig geworden, oder? Und nicht so nah vom Bildschirm, da werden die Augen schlecht. Du könntest mal. Adoptieren, genau. Ehrenamtliche Tätigkeiten, was können wir da machen? Freiwilligenarbeit beim Kuchenverkauf, Freiwilligenarbeit bei der Strandreinigung, Freiwilligenarbeit im Altersheim, Freiwilligenarbeit in der Suppenküche, Wandern, um gegen Krankheiten anzukämpfen. Oh. Nee, Pizza, hast du mir schon einen Sub gemacht? Einen Sub in Sim? Wenn nicht, musst du mir, mache ich den für dich, aber dann musst du mir ein paar Eckpunkte geben. Kaido, bester Mann. Ja, yep. Absolut. Du bist auch auf dem dritten Teil auf dem Thumbnail. Caro, wo haben wir denn freiwilligen Arbeitsbedarf? Du kannst hier, guck mal, hier kannst Kuchen verkaufen, einen guten Zweck. Per PN Whisper, das habe ich noch nicht gesehen, Pizza. Da muss ich mich noch drum kümmern dann. Hi, Ernie. Du könntest den älteren Sims den Tag verschönern. Oh, hier Essen austeilen. Caro, haben wir einen Bedarf, einen Wunsch? Ansonsten schicke ich dich wahrscheinlich zu den älteren Sims. Altersheim. Mal gucken, was jetzt passiert. Das habe ich noch nie gesehen. Aber, Caro, das ist mit Add-ons, die ich nicht habe, ne? Hast du das gemacht? Weil das sah neu aus und es wird trotzdem dargestellt. Mal gucken, was jetzt mal. Sie verschwindet und macht Freiwilligenarbeit. Okay, mal gucken, was das bringt. Sind jetzt alle weg? Oh Mann. Aber Großstadtleben habe ich auch. Also. Ehrenamtliche Arbeit macht Spaß und formt den Charakter. Es ist ein schönes Gefühl, etwas für andere zu tun. Oh, und du stinkst jetzt, Caro. Schaumbad nehmen. Gute Einstellung. Mal gucken, wo wir heute hingehen, wenn die alle wieder da sind. Oh, nochmal in die Stadt irgendwo. Nein, wir gucken dir nicht zu, Caro. Mm-mm. Die fünf verwirrten Jungs. Ja, da können wir nochmal vorbeischauen. Sie stinkt. Die kann sie eigentlich mal besuchen gehen. Stimmt, die kann sie mal besuchen gehen. Und dann nehmen wir auch, wen nehmen wir denn mit? Wir nehmen Batman mit, Mu hat gerade Zeit, die anderen sind arbeiten. Aber die beiden können wir mitnehmen. Ich bin dreckig. Mal, läuft er? Also, habt ihr irgendwie so Insider-Jokes, die wir nicht checken, oder? Hey, Moon Batman. Guten Tag. Komm rein. Okay. Hallo Freaky. Alles klar bei dir? Ach so, die Türen waren ja für jeden verschlossen. Ja gut, das ist bei Besuch jetzt natürlich blöd. Oh, Gecko wurde befördert. Persona wurde befördert und ist jetzt Kunstbandprüfer. Er verdient $2 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von 23 ergibt. Cool. Gecko, du wurdest befördert. Ach hier, stimmt. Das Zimmer war ja für alle frei. Oh Gott, was guckst du denn da, Caro? Hallo Freaky. Ach, du warst gerade am Kochen. Auch ein Salat. Das geht hier wohl am einfachsten. So, jetzt können wir die Leute hier mitnehmen und wieder woanders hin. Klappt das?
könnten wir denn jetzt theoretisch Willow Creek, was gibt's denn da so? Hier, Nachtclub. Lass mal in den Nachtclub gehen, zum blauen Samt. Das klingt doch gut. Und wir nehmen Batman, Moo, Gecko. Und die anderen kommen irgendwann von der Arbeit, schätze ich. So, was haben wir hier für einen Nachtclub? Das ist so dieser Vorstadt-Nachtclub. Der ist natürlich nicht so fancy wie die da oben. Hier, wir bestellen mal für die Gruppe. Ein Sea Splash für die Gruppe. Oh, Caro fühlt sich kokett, okay. Kreido ist aber nicht da, das ist ungünstig. Mal gucken, was passiert. Ach, schon wieder so ein Alien. Kapuna. Tumba Krimbau. Phantom! Boah, Caro lässt raushängen. Hier, wir haben die Kohle. Weg damit. Ich glaube, wir müssen noch in eine andere Bar weiterziehen. Irgendwie fetzt das hier nicht. Kreido wurde befördert. Kreido wurde befördert und ist jetzt Qualitätssicherung. Er verdient jetzt 7 Dollar mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 38 pro Stunde ergibt. Ein Stundenlohn von 38 pro Stunde, wow. Wer hätte gedacht, dass es pro Stunde ist? Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. Ein Edelstahlomat. Ich glaube, das ist eine Kaffeemaschine. Cool. Kreido und Foley wurden befördert. Ed Caro Sim. Das heißt, die können wir beim nächsten Mal, wenn wir weiterziehen, jetzt auch mitnehmen. Oh, die Barkeeperin ist weg. Was für eine doofe Bar. Wir müssen weiter. Der Bar ist doof. Wir gehen weiter, Leute. Alle zusammenpacken. Wir fahren zum nächsten Ort. Zur nächsten Location. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Park. Eine Bar. Das ist eine Bar. Das ist eine Lounge. Hier, lass uns mal die Lounge angucken. Und diesmal nehmen wir noch Kreido und Foley mit. So, das sieht ja schon mal toll aus. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Besuche in die Sims 4 25 verschiedene Grundstücke. Yay! Oh, was ist denn hier los? Oh, eine Witze-Ecke. Wir haben was für Kreido. So, Caro, jetzt gib mal nochmal einen Ort. Hier, Mama, zack und weg. Vielleicht war es denn nur das Getränk. Oh, guck mal, wie süß die hier zusammenstehen. Oh, wie sie sich die ganze Zeit angucken. Oh, Caro ist richtig drauf. Aber sie denkt an Kreido. Sarah hat 200 nach Hause gebracht. Sehr gut, Sarah. Irgendwie finden wir hier auch keinen richtigen Platz, kann es sein. Sarah steht immer auf und setzt sich wieder. Gecko kann jetzt Witze erzählen. Cool. Kreido? Hier, du gehörst in diese Ecke. Oh, hier kann man auch singen üben. Oh mein Gott, hier kann man ein Lied singen. Kreido liegt jetzt. Kreido singt jetzt. Funkel, Funkel. Kleiner Stern. Für Sie heute Abend auf der Hauptbühne. Kreido Matiko. Na komm, trau dich, Kreido. Ja, die soll mal hier gehen.
Tarango Yum. Zerpanooch Seeka. Oh, oh, wir haben da erste Annäherungsversuche. Oh, sie redet über seine Unterhose. Das Mutes-Zeichen, oder? Hey, Stapel, dann, wenn du da bist, können wir dich ja dann dazuziehen lassen. Und hallo, Commander Data. Oh, Mu. Ja, verdrängen sie, damit Kreido seine Witze erzählen kann oder singen kann oder was auch immer er jetzt machen wollte. Hey, ist das nicht die Barkeeperin aus der anderen Bar, wo wir gerade waren? Warum ist sie jetzt hier? Oh Gott, Foley dreht durch. Oh Gott, was ist hier los? So viele Leute. Haruki das Klo, okay. Die geht da einfach nicht weg, die Tante. Oh, hier läuft Sims 2 Musik. Okay, irgendwie fetzt das hier nicht. Lasst mal weitergehen. Der Abend ist noch jung. Wir ziehen weiter. Und zwar nach Windenburg. Das ist alles so ein bisschen fachwerkmäßig. Altes Inn, ist das eine Bar? Hier Nachtclub, Pan-Europa. Nachtclub, wir gehen jetzt tanzen. Dein Akku ist auf 3% Stapel. Oh. Und Sarah hat jetzt auch Zeit. Simmy auch und Nubi auch. Auf geht's! Alter, sind wir viele Leute. So, was geht hier ab? Wir haben hier einen fetten Dancefloor. Hier oben ist eine Bar. Das ist immer gut. Was ist hier oben noch? Hier sind Couches. Okay, okay, okay. Und ein Pool. Oh, hier unten geht es auch noch runter. Das ist ja irgendwie ein bisschen schicker hier. Alle mitkommen! Wir stürmen das Haus! Wieso gehört der in der Gruppe dazu? Wir kennen die alle gar nicht. Wie eine Heuschreckenplage. Wo ist hier VIP? Oh, das ist VIP. Ja gut, okay, nee, das, dann machen wir hier. Dann gehen wir alle hier hoch. Oh, Kreido mag sie wohl nicht, okay. Tanzwettbewerb. Ein Tanzwettbewerb mit Foley. Komm, Tanzwettbewerb mit Foley. Wo willst du hin? Wieso hier oben? Wieso macht ihr hier einen Tanzwettbewerb? Foley wird doch... was?
So, so. The Samba. Shabba, shabba. Free bono. Tanzt du schon? Tanzwettbewerb. Bist du jetzt dran? Oder warten wir auf Foley? Ah, und der muss aufs Klo. Das ist natürlich unfair jetzt. Oh, hier, Krylo macht sich warm. Ach nee, das ist schon der Tanz. Alles klar. Das ist auf jeden Fall die Madonna Moves. Karo geht auch ab. Jetzt ist Foley dran. Oh, Krylo, gib's ihm. Komm, Foley. Krylo macht immer die gleichen Moves, das kannst du toppen. Oh, Dag Dag. Komm, da geht mehr. Ist das schon euer Tanzbewerb? Foley macht sich halt echt gleich ein, ne? Okay, ich glaube, Foley buggt, weil er aufs Klo muss. Dann soll er mal gehen. Und die schlafen hier oben alle. Batman schläft hier, Gecko schläft hier, Sarah schläft hier, Zimmy schläft hier. Okay, das sind alles keine Partymäuse, aber... Oh, guck mal, Foley macht die gleichen Moves. Hier, Karo geht's gut. Karo kannst du herausfordern. Hier, Karo, fordern mal raus. Okay, Karo hat angenommen. Jetzt geht's ab. Husch, husch! Scheuchte die Leute von der Tanzfläche! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Krylo hat seine Mega-Moves wieder am Start. Sorry, ich hab den Button losgelassen. Was das schon? Das war der Tanzwettbewerb. Ihr seid aber auch alle Moves präsent. Nicht schlafen, was wollt ihr alle schlafen? Aber Gecko ist auch wieder am Tanzen. Du hast geile Moves. Was a move, Nerf. Party, party. Ja, Kyle hat Level 2 erreicht. Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Aber schon ziemlich cool hier. Also, die hat schon was. Terror Toast LP hat zum allerersten Mal subscribed. Terror Toast, ich danke dir. Ich freue mich, dass es dir anscheinend so sehr gefällt. Und ja, ich hoffe, du bleibst uns ganz lange halten. Dankeschön. Gut, dann gehen wir mal wieder nach Hause, würde ich sagen. Es wird langsam Zeit, die werden alle müde und dann werden die mäklig und alles. Ach ja, kommt doch halt einfach alle mit erstmal. Ist doch super. Zimmy, auch noch hier, komm ran. Ich muss mal den Bot ein bisschen umstellen, der reagiert zu früh. Willkommen zurück! Schwebt aus! Hallo, Buddy.
Los, schwärmt aus. Na, endlich. Foley und Caro sind die Ersten. Foley stinkt zur Hölle. Wow, Foley. Nicht, du willst ins Bett. Okay, deine Entscheidung. Sarah schläft heute wahrscheinlich wieder in einem anderen Bett. Hier, Kylo, der hat vorhin schon wieder mit ihr gesprochen. Und wir sind ein bisschen besser geworden mit ihr. Hier, wir haben jetzt sogar schon ein bisschen Liebesbalken. Ich würde sagen, morgen könnte Gecko noch mal anrufen. Aber jetzt geht er Gecko erstmal schlafen. Und der Mu setzt sich bei Gecko am PC. Und der Foley stinkt vor sich hin. Oh, jetzt ist er aufgewacht. Will baden gehen. Mitten in der Nacht, okay. Was macht der Kylo? Der wäscht sich noch die Hände, geht dann schlafen. Und ich chill hier einfach. In dem Haus. Okay. Sarah, was mit dir? Dir geht's gut. Besser als allen anderen. Wow. Ja, gönn dir, Sarah. Gönn dir Fernsehen noch ein bisschen. Alle anderen sind hier kurz am Abnippeln, aber... Alles gut. Ja, Foley, du hast, also, das Tanzduell gegen Gecko, das hast, gegen Foley, gegen Kylo, das hast du ganz schön verloren. Krass verloren. Und seitdem geht's mit dir bergab irgendwie. Sarah schläft jetzt hier auf der Holzbank anscheinend, weil sie nicht neben dir liegen will, weil du stinkst. Warst du mittlerweile baden? Nee, du warst baden. Okay, dann will Sarah einfach nur so da unten liegen. Ich setze mich mal bei Caro und Kylo an PC mitten in der Nacht. Das passt schon. Das ist gut so. Tja, Foley, so viel zu... Oh ja, ich habe hier Internet. Alles klar. Alles gefixt. Gar kein Problem. Und Unforgiven steht bei Foley im Zimmer und liest ein Buch mitten in der Nacht. Das ist überhaupt nicht gruselig. Auf Discord wäre gut, Terratos. Eine Privatnachricht. Haben wir denn jemanden, der hier wach ist? Sarah, kannst du mal kurz Frühstück machen, wenn die hier alle gleich aufstehen? Das wäre super. Das wäre richtig gut. Hier mach mal Eier und Toast für alle. Gehen wir jetzt schon nach Hause, oder? Weil ich bin irgendwie immer noch da. Jetzt sieht's aus. Ach, was macht Bette denn hier? Der grillt sich ein Würstchen. Um 5:30 morgens. Ich bring das Buch zurück. Ich bin lieb. Hier ist ein Kreide wach geworden. Der geht jetzt in der Dusche singen. Da wollen wir doch dabei sein. Mu geht nach Hause. Ich gehe auch. Komm, Kylo, wir erwarten dich. Komm, sing uns was vor. Komm, bitte. Na, da ging schon mal mehr. Das sind so Singen. Ich nenne das Jammern. Wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht eine Karaoke-Maschine. Hey, Sarah hat gekocht. Kreid ist doch irgendwie noch total fertig. Dag, Dag, Jermise.
Und Batman muss auch noch. Stimmt, der war auch noch da. Wow. Der Nörgelnöni. Ja. Steht unter der Dusche und mault alle voll. Und irgendwie wurde ich ihn zum Essen gerufen, aber irgendwie kommt keiner. Caro schläft noch. Folly schläft noch. Gecko stinkt vor sich hin. Was ist denn da los, Gecko? Oh, Alter, was ist denn mit dir los? Gecko voll im Arsch. Komm runter, nimm die Eier und tu. Folly. Ja gut, Folly. Ja, Gecko, vielleicht bist du so einer, der bei allem schlafen kann. Weiß ich ja nicht. Jetzt räumt's noch auf, die Sarah. Ach, Mensch. Und der Krylo, der nimmt... Ich glaube, der... Oh ja, oder den Kaffee. Das geht auch. Ja, echt. Ich glaube, Foley ist ein bisschen eingeschnappt. Machen wir hier gleich mal Musik wieder an. Na, gerade einen Kaffee musst du aber auch trinken. Na, was guckt Sarah hier? Irgendeine Talkshow wieder. Gecko maut auch vor sich hin. Oh. Folly könnte langsam mal aufstehen, sobald Gecko aus der Dusche ist. Dann Caro ist gerade aufgesprungen. Hier, wie das junge Leben. Wie das junge Leben. Wer spaziert hier schon wieder? Ein Kind. Wer bist du? Du bist neu. Lea Sommer. Alles klar. Und irgendein alter Typ, der dem Kind hinterher schaut. Ich will es gar nicht hinterfragen. Raus hier! Tschüss! Ihr könnt ja dann alle, guck mal hier, Sarah trinkt auch Krylos gemachten Kaffee. Stress mit 5 Pappnasen. Du bist einer von den Pappnasen. Jetzt kann Folly langsam mal hier erfrischende Dusche nehmen wir. Dann kommen wir runter, dann essen wir alle die tollen Eier und Toast, die uns Sarah gemacht hat. Nicht Gecko, was hattest du hier? Ein Glas Wasser oder was ist das hier? Normalerweise sieht man das, wenn man drüber fährt. Nicht mehr, okay. Ja, die Maschine war echt eine gute Idee. Scheint doch sehr beliebt zu sein. Kreide muss in einer Stunde Arbeit sein, Folly auch, das kriegen wir hin. Was müssen die jetzt eigentlich für einen Job als nächstes machen? Programmieren, oh, und Videospiele spielen. Tschüss, Gecko. Mach's gut. Komm wieder zurück und so. Wenn sie Zeit haben, Levi, klar, aber wir gehen die auch nochmal besuchen. Je nachdem, wer heute hat. Heute jemand frei? Oh, Krell ist voll im Arsch, aber der geht jetzt eh arbeiten. Sarah hat heute frei. Caro hat noch keinen Job. Okay, dann können Caro und Sarah doch zusammen da besuchen gehen. Hi, Folly. Oh, da wird Sarah gerade das Gespräch anfangen, da geht Caro weg. Und nimmt sich den Kaffeebecher und räumt hier einfach auf. Okay. Okay, Caro. Kinder.
Dibs cannot. Ah! Oh, Finusa. Nee, 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 nee. Alles gut. Keiner, noch keiner ist schwanger. Noch, ich behalte mir das noch vor. Esst ihr jetzt hier im Bad zusammen alle oder was macht ihr hier jetzt hier? Oh, ist doch schön. Ja, klasse. Macht Sinn. Das macht ja Sinn. Hallo Kreido. Wolltest du nicht vor 10 Minuten bei der Arbeit sein? Du bist ja richtig am Arsch, Alter. Wow. Und Sarah müsst auch mal. Sarah macht mal, glaube ich, noch ein Nickerchen. Folly sitzt hier ein bisschen im Weg. So geht ihr das jedes Mal vom Dienst. Also ist das hier eigentlich alles nur akkurat. Okay. Folly geht arbeiten. Das will ich auch wissen, Folly. Das will ich auch wissen. Das will ich auch wissen. Pappteller und Plastikbecher sind natürlich auch eine gute Idee, ja. Makaro räumt hier erstmal auf. Die räumt hier erstmal alles auf. Caro geht tanzen, das will ich jetzt sehen. Caro hat bestimmt ein paar sicke Moves drauf. Sagt man das so bei den coolen Kids? Ah, hier höher. Ja, Caro, fühl die Musik. Ich will das mit der Fahrt auch wissen, wie du aus 7 Stunden 14 gemacht hast. Können wir Caro als Haushälter drüber halten? Man räumt gleich den Teller weg, Caro. Du wolltest doch tanzen. Caro ist tollpatschig. Tollpatschige Sims versagen häufiger bei körperlichen Aktivitäten, zucken darüber jedoch nur die Schultern und lachen. Ja, wipp mit, Caro. Die Musik richtig her. Wenn Sarah fertig geschlafen hat, kann sie hier mitmachen. Da wird hier einfach um 12 Uhr mittags wird hier einfach schon Party gemacht. Ja, hast du nicht gelernt am Sonntag? Am besten fährt man am Sonntag irgendwo hin. Das ruhig. Hey Sarah, komm. Oh, wow, Caro. So, was macht Sarah so für Moves? Okay. Gazens, Hishinoi, Jeruk, Cueva. Oh, oh, oh. Passt nicht zur Musik, aber egal. Kiarva Zarde, Pandale, Lingua. Also, ich finde, hier passt super eine Karaoke-Anlage hin. Oder? Ich finde, vote for Karaoke-Anlage. Brongi, Dizzy Bobna. Mubna.
Viele von den Sims-Liedern sind übrigens an echte Linie angelehnt. Nur der Text ist verändert. Du wolltest ein bisschen blöd in Folie? Du bist doch voll früh abgehauen. Vote for okay, Sarah, alles klar. Vote for Pole Dance Schlange. Damit ihr euch beide dann, damit Kreide und du dich Battle Pole Dancen könnt. Okay, Sarah, das ist eine andere Art von Tanzen, würde ich sagen. Caro hat jetzt Level 2 erreicht. Caro ist voll drin. Hä, du warst so um 10 oder so weg. Also, Caro ist voll drin. Caro findet das richtig gut. Einen langen schwarzen. Ja, du fühlst die Musik richtig. Ach so, voll. Ja, das wusste ich ja nicht. Ansonsten hätte ich dich schon früher rausgeschmissen. Hallo, Lagi. Boah, cool, Caro. Wow! Ich finde es übrigens schön, wie du dir Chucks angezogen hast. Das finde ich super. Nee, hätte ich nicht. Hast du recht. Quatsch und tanzen. Klar, Frauen machen nichts anderes, wenn die alleine sind. Wir quatschen uns auch mit uns selbst, wenn uns langweilig ist. Da bahnen sich neue BFFs an? Ich glaube auch. Guck mal, wie die harmonieren. Und jetzt fühlt sich Caro auch noch... Nee, Sarah fühlt sich kokett. Oh, sie träumt von Fauli. Ja, das macht sie auch so. Oh Gott, Kreide. Best friends forever, Levi. Gorba. So, ich... Warte mal, ich will jetzt irgendwas kaufen. Wir müssen irgendwas kaufen. Hier ist so viel Platz in dieser Wohnung. Apparate, was denn Apparat? WTF. Was haben wir denn hier so? Hier, ein Shisha. Ein Shisha-Tisch. Der Blubbertron 5000. Oh. Ein Spieltisch. Hashtag Konsumgeilheit. Ja, in Sims darf ich das. Meerwasser plus Aquarium, okay. Klar, absolut nicht übertrieben. Ein mobiles DJ-Pult, finde ich auch gut. Ein Aquarium. Gecko will ein Aquarium. Zack, wir haben ein Aquarium gekauft. Aber eine Tanzfläche brauchen wir schon. Also, irgendwie ja schon. Da, jetzt haben wir eine Tanzfläche.
Ich will auch ein Aquarium da. Okay, Donkey, ich merk's mir. Das ist das, was die hatten, oder? Wo du nach unten durchsehen konntest. Street Art, da kann man auf den Boden kritzeln. Das können wir mal hier hinten machen. Ein Fotostudio, das müssen wir eigentlich für Foley kaufen. Eigentlich braucht Foley ein Fotostudio. Scheiße, sonst geht der Platz aus. Mann, warum ist das so groß? Erstmal braucht Foley. Okay, pass auf, wir machen erstmal Foley, braucht erstmal eine Kamera. Hier, so eine richtig überteuerte. So. Bin ich im Kaufrausch. Ne, wir brauchen so ein Mikro. Nächstes wird dann ein Fotostudio, ja. Das sehe ich auch. Das sehe ich auch schon kommen. Hier kann man zwar singen, aber das reicht mir nicht. Das reicht mir einfach nicht. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Wir können auch einen Keller bauen, das macht mir nichts, Wolli. Ich suche nur gerade Karaoke-Maschine. Da ist es doch. Wir bauen noch eine nach oben und wir bauen noch eine unten. Jetzt. Guck mal, die sind schon Freunde geworden. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Wir machen hier den ganzen Tag Party. Es ist schon 16 Uhr. Du bist aber nicht anwesend, Foley. Guck mal, wie Spaß sie dabei hat. Oder hat sich jemand mit irgendwem angefreundet, der wohl ganz cool ist? Ach komm, Krailo, das war doch schön. Guck mal, Caro war so gut, die will gleich noch ein Solo singen. Sarah singt noch einen, trinkt noch einen Kaffee. Ja. Ja, Caro! Wow. Klingt interessant, mein Engel. Da singt irgendwo eine Stimme mit. Japanisch. Pass mal auf, weißt du, was Caro jetzt macht? Oh, Gecko ist da. Gecko, du kommst genau richtig.
Können wir Leute einladen? Ich will alle einladen. Batman. Mu. Foley wohnt hier, der kommt schon noch. So, mach du mal die. Gecko, du rufst auch mal an. Seneca Belindi. Lad mal Silberfuchs ein. Krylo, Nubia. Oh, und Katharina natürlich. Ich möchte bitte Überstunden machen. Wir müssen. Wer kennt denn noch die anderen von hinten, wo Silberfuchs. Krylo ist gerade beschäftigt. Ach, der wohnt doch auch hier. Was leicht ich den denn ein? Hast du gemacht, Gecko? Hast du gemacht? Simmy, laden wir noch ein. Ach, das ist Candy Bear. Ah. Muster. Dag, Dag. Hi, Stefan. Gecko, trink erstmal einen Kaffee. Trink erstmal deinen Americano, den du immer trinkst. Mo wird seine Videospielfähigkeit so weit hochpushen, bis er anfangen kann zu streamen. Und Nubia ist in die Social Media Sache gegangen. Und da hinten wird mit Katrina geredet. Ach ja, hallo. Also die hier freunden sich gerade richtig fett an. Wo sind denn hier Freaky und Kümmel und so? Wir müssen die auch mal einladen. So, Gecko, hast du deinen Kaffee-Intos? Ja, jetzt wird's glaube ich ernst. Wo ist denn die? Die ist nach oben gegangen, ne? Sehr schön. Einzelne Ziele. Warum ist Gecko angespannt? Ach, der kommt von der Arbeit. Der ist meh. Guck mal, wie freudig Sarah hier durch die Gegend rennt. Und Caro läuft auch so freudig durch die Gegend. Was hat er denn? Hier ist alles eklig und außerdem will er ein bisschen Spaß haben. Hast du gleich, Gecko, verspreche ich dir. Na, Spaß? Die hat Musik. Nee, Stefan, noch gibt's dich nicht. Hast du mir einen Sim geschickt gehabt? Oder beziehungsweise mir die Eckdaten gegeben? Wie du aussiehst oder wie du dich verhalten willst, deine Persönlichkeit und so. Vadish. Noch ein Selfie! Mäuschen, komm mal bei die Papi bei. Warum? Ganz kurz, Gecko, einige Sachen, wenn du die sagst, dann höre ich die automatisch in deiner Stimme, in meinem Kopf. So eingebrannt sind die mittlerweile. Das war jetzt einer davon. Da habe ich dich einfach in meinem Kopf gehört. Das ist krass. Was ist das? Was habe ich gemacht? Einige Sachen höre ich richtig mit deiner Stimme. Das ist krass. Steheffern heißt er. Oh, jetzt hatten wir gerade Caro. Fauli ist zu Hause und Krylo auch. Bei mir ist es am schlimmsten, also was heißt am schlimmsten? Am meisten, wo ich Geckos Stimme im Kopf habe, ist bei Arschiger Arsch Arsch. Weil er das so oft sagt. Also nicht so oft. Ihr wisst, was ich meine. Neb.
eine PN einfach. Die ist aber schwierig, ne? Die ist schwierig. Benarla Musti? Ah, Bunkaro. Geh nicht weg! Du bist die Liebe meines Lebens! Tip Tip. Snappy Growl? The Quito Borg. Oh, erstmal witzig, wir machen erstmal auf witzig. Oh. Oh. Jar. Oh, boy. You and I. Ah, Sharba. Ah. Oh, Bansha. Können wir hier unten mit dir tanzen? Können wir ein Duett mit dir? Oh ja, komm. Komm, Gecko, zeig uns deine Stimme. Aber mach mal jetzt deine Musik auf die Ohren aus, Pippi hier. So geht das nicht. Mann, Gecko, kannst du noch mal ein bisschen weniger müde sein? Ihr seid ein Traumpärchen. Ihr singt beide gleich schlecht. Hi, Foley! Hi, Krylo! Gecko ist voll drin, aber auch. Und Sarah freut sich. Yay! Tanzen beibringt. Ich weiß nicht, ob du... Und sag, Karo ist gleich wieder dabei. Karo ist gleich wieder mit dabei. Ich auch, okay. Und Batman auch. Oh, Batman, was machst du hier? Tschüss, Batman. Tschüss, Nubia. Tschüss, Mu. Können wir zusammen tanzen? Also ihr beide? Mach's gut, Silberfuchs. Oh, nicht der Anmachsprung. Das wollte ich nicht. Tschüss, Simi. Ja, Gecko hat jetzt Level 2 erreicht. Und Karo geht im Hintergrund immer noch ab. Mach irgendwas. Ich glaube, Sarah ist schon schlafen, oder? Oh, Gecko, jetzt hast du irgendwas versaut.